So, kurzes Status-Update zu mir. 18 Kilometer habe ich jetzt weg. Es macht Spaß. Trotzdem, es sind noch 92 Kilometer, die ich laufen muss bis zum 29. Ich komme langsam voran, ich werde fitter. Ich habe, glaube ich, auch schon abgenommen und halte länger durch. Wenn ich nächste Woche laufen gehe, werde ich zum ersten Mal nachts laufen. Weil der Nightrun ist ja auch nachts. Dafür gibt es ja am Starter-Kit die tollen Sachen, wie zum Beispiel diese LED-Kopflampe von Energizer. Wie man das sieht, man leuchtet jetzt und jetzt leuchtet man nicht. Dazu ist im Starter-Kit natürlich auch für die Herren der Hydro 5. Ja, wenn ich in Tütü laufe, dann brauche ich ja sowieso rasierte Beine. Und die Damen haben den Intuition Naturals von Wilkinson mit dabei, damit sie sich auch noch die Beine vorher rasieren können. Und natürlich das T-Shirt, was ich schon die ganze Zeit trage. Das ist auch mit dem Starter-Kit, das Energizer Night Run Multifunktions-T-Shirt. Das werde ich nächste Woche hier ausprobieren, nachdem ich mich rasiert habe. Und bevor ich es vergesse, ich bin ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich auf den Night Run vorbereitet. Ihr werdet euch ja wahrscheinlich auch darauf vorbereiten. Deswegen lauft. Meldet euch an, es wird geil, wir laufen alle zusammen und erzählt mir mal, wie es bei euch so läuft, damit ich auch noch mal ein bisschen Motivation bekomme.